Ja, wir nutzen eigentlich die technischen Mittel. Genau, Internet, was man. Online-Stream. Wir wollten uns nie damit beschäftigen. Wir haben uns mit 4 Kollegen zum Beispiel Spaghetti Connection zusammengetan aus 4 verschiedenen Städten. Wir haben vor 2 Wochen die italienische Nacht gemacht. Jeder 30 Minuten so eine Watch-Party. Oder heute machen wir das erste Wunschkonzert. Lamas Wunschkonzert. Und wer weiß, vielleicht wird es auch eine Online-Festwoche geben. Das heißt, wie läuft das denn ab? Das heißt, wir werden erstmal unsere Musikkollegen, zum Beispiel Losermann oder so, erstmal kontaktieren, wer Bock drauf hat. Und dann schauen, wie es technisch möglich ist, dass wir einfach musizieren. Die Leute schalten ein und wir bringen die Musik von der Festwoche ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Gar nicht. Keins? Ja, wir haben wirklich, gut, wir haben ein paar Sachen, sage ich jetzt mal, wo wir eigene Songs haben, wo man ein bisschen GEMA hat für die Künstler. Wir haben eine ganz coole Geschichte, der Kerni, Spitzname, Sebastian Kern, der hat was aufs Instagram gerufen. Playlist. Genau, wo man so ein bisschen Songs regeneriert. Wahnsinn, also danke nochmal dafür. Das sind Tropfen auf den heißen Stein, aber es hilft ein bisschen. Und ansonsten wirklich nichts. Also man schaut, wir haben Gott sei Dank ein bisschen gut gewirtschaftet und sind ja wirklich viel unterwegs. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich für die Zeit aufbrauchen und danach geben wir wieder Vollgas. Und wir haben schon Angst vor nächstem Jahr, weil wir haben ja schon fast 3 Monate geklont auf nächstes Jahr plus das, was eh schon geplant war. Also wir rechnen mit einem 21er Boomjahr. Genau. Aktuell sind wir ein bisschen kreativ, schreiben neue eigene Songs, wie jetzt auch unser neues Release am 10. Mai, der neue Schlagersong Glücksmoment. Da freuen wir uns sehr drauf, den haben wir jetzt finalisiert. Wir wollten das schon so lange machen, aber wir sind ja immer unterwegs. Ja. Aber jetzt haben wir halt natürlich diese Zeit genutzt. Irgendwas Positives muss es ja haben. Und genau. Wir haben diverse Anfragen. Jetzt ist zum Beispiel nächste Woche wieder eine Online-Konzertanfrage in Kempten. Ja, so mogeln wir uns durch. Aktuelle Veranstalter probieren jetzt auch die Zeit mit Online-Streaming zu nutzen, dass wir da vielleicht was machen. Wir kriegen ganz viele Sachen zugeschickt von ganz netten Freunden, Veranstaltern, die sagen, hey, braucht's ja was? Das läuft folgendermaßen, wir haben uns vor 2 Wochen auf die Idee gekommen, die Leute aufzurufen, Musikwünsche zu äußern, die sie uns praktisch auf Facebook, Instagram, WhatsApp, was weiß ich, verschicken. Das heißt, die Menschen da draußen, Freunde, Kollegen, haben praktisch diese Lieder uns geschickt, die gestalten heute den Abend. Wir haben das alles in eine virtuelle Musikbox gelegt, haben uns da viel Mühe gegeben, dass wir da jetzt so eine kleine Musikbox haben. Und wir werden heute wirklich zufälligerweise diese Songs auswählen, dann drücken wir auf den Knopf, dann kommt diese virtuelle CD raus und dann spielen wir den Song. Also so eine Jukebox, wie man es halt von früher gewohnt war mit dem Wunschkonzert. Und natürlich abzuschließend Wirtschaft, Geld und so weiter hin oder her. Wir hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben, alle gut durch diese Krise kommen und dass wir dann irgendwann mal, wenn es wieder möglich ist, alle zusammen feiern und dann umso mehr, und ich glaube, man weiß es dann auch mehr zu schätzen, zusammen Feste zu feiern.